Nachdem der Zug entgleist ist, sind wir jetzt hier in diesem Tunnel und damit willkommen zurück zu Vladek Brutal, liebe Leute. Wir springen direkt rein. Ich habe nichts weiter zu sagen. Wir lassen das Spiel für sich sprechen. Irgendwas ist da. Wie hat er das denn gemacht? Vor allem rückwärts. Das ist kein gutes Zeichen. Okay. Kein Problem. Wir gehen einfach weiter. Ciao. Da hinten ist nochmal so eine. Was hat das alles zu bedeuten? Was hat denn sie damit zu tun? Ist das so ein bisschen wie bei Fear, dass das so ein Mädchen ist, die irgendwie so übermenschliche Fähigkeiten hat? Das ist für dieses Spiel viel zu ruhig, ne? Okay, wir brauchen eine Hand. A helping hand! Was denn jetzt? So nicht, Freundchen. Kommt noch einer? Ist jetzt Massenproduktion oder was? What? Ich beeile mich mal lieber. Das ist mir hier nichts mit den Nachbarn. Was will ich hier? Hier bin ich aber richtig. Irgendwas kommt da. Was mache ich hier? Da unten läuft einer. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Das grüne Licht weist mir schon den richtigen Weg, aber hier ist nichts. Ach, da drüben, jetzt sehe ich es erst. Da ist die Hand. Wo ist denn der Vogel jetzt? Vogelmann! Komm, den holen wir uns so, wenn er sich zeigt oder auch nicht zeigt. Easy, 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 easy. Hallo, freut mich. Kommen Sie rein. Willkommen zum Tag der offenen Tür.
Hallo, freut mich. Also das Design ist auch irgendwie so ein bisschen komisch. Raus hier. So schon mal nicht. Wenig Gesundheit, wenig Gesundheit. Schön. Habe ich den jetzt gerufen oder nicht? Nichts habe ich gemacht, nichts. Gesundheit ist so knapp hier. Eieieiei. Was habe ich damit betätigt? Hier. Sehr schön. Nur die beiden? Nein. Vier Schuss noch. Jetzt ist aber die Stimmung noch mal
ganz enorm düsterer geworden, finde ich. Aber auf so eine ganz gute Art. Ist hier sonst noch irgendwas machbar? Nein. Die Tür ist jetzt offen und jetzt ist der Aufzug hoffentlich da. Junge. Dieses Platschen von... Ey, sogar Fußabdrücke in... Leider. Super. Okay, das hätten wir geschafft. Richtige 4-Atmosphäre da unten. Richtig. Aber 4-2, würde ich so sagen. Der erste Teil war schon sehr actionlastig irgendwie, aber der zweite Teil auch actionlastig, aber der hatte irgendwie nochmal so eine extra Spur Horror und Grusel. Tolle Spielreihe, die auch dann einfach nach dem dritten Teil verschwunden ist. Weil sie das eben leider so ein bisschen verhunzt haben. Davon hätte ich gern noch ein Spiel gehabt. Mit heuterer Technik. Heutiger Technik. Das große Jump-and-Run-Rätsel. Oh nein. Wir speichern aber sowas von. Hält sich nicht fest. Und das Problem an solchen Passagen ist, man wird immer ungeduldiger und denkt, ja, kenne ich schon, easy, kein Problem. Okay, war jetzt wirklich kein großes Problem. Was? Ach, da hinten ist noch eine Tür. Nehmen wir halt die. Auch kein Problem. Die Jungs, ey. Definitiv noch einer. Kommt. Wieder Unkrautjäten hier. Das sind Geschütztürme. Das ist Thymian. Und das ist Selbstmord. Warte mal, beschützen die mich? Oh Gott.
Hallo? Billy? Billy, komm, mach keinen Quatsch. Das ist nicht Billy. Wo kommen die jetzt? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter so. Muss ich die irgendwie pflegen hier? Kommt hierher, kommt hierher. Die schießen nicht mehr. Was soll das denn jetzt? Wir machen es anders. Haben wir schon gedrückt hier? Wie lange soll ich das denn aushalten? Halt ein bisschen Gesundheit zwischendurch, ne? Das ist halt gar nicht so leicht jetzt. Eieieiei. Halt auch nicht reinlaufen. Komm, komm, komm. Oh,
ich häng fest. Nein! Oh, Mann, ey. Lass mich doch nicht festhängen. Nochmal. Oh Gott. Hat aber jemand Spaß gehabt, ey. Ey, wie viele denn noch? Ich habe leider nicht mitbekommen, was hier passiert ist, aber irgendwie ist das wohl aufgesprengt worden. Alter. War das ein bisschen übertrieben, finde ich. Und er sitzt so am Rechner, er programmiert das so und sagt so, Chef, wie viel... Ach nee, ich bin ja der Chef. Und dann hat er es einfach gemacht. So hätte ich es auch gemacht. Die sind hier im Waggon, glaube ich, drin. Mine.
Okay. Oh nein, keine Kinder. Wo ist eure Mama? Ich muss mit eurer Mama reden. Das ist nicht eure Mama. Nicht, dass die auf der anderen Seite ist und mir gleich die Kinder in den Rücken fallen. Ah ne, hier gibt's noch ein bisschen Zeug. Nein, hau ab! Nein! Da ist ja eure Mutter. Ist hier noch ein bisschen Munition vielleicht? Nee. Ah, da ist er ja wieder. Bin ich ja beruhigt. Ganz kurz, unser Date lief bisher nicht so wie erwartet. Können wir drüber reden vielleicht? Oh Gott. Hallo, freut mich. Ist doch gleich hier wieder der nächste Boss, ey. Ich spüre das doch schon. Ich schon wieder diese Pampe hier sehe. Ich schon wieder ganz pumpig. Ja, Granaten, Munition, alles. ...50 Gesundheit ist jetzt nicht eine Menge, aber ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht drauf viel höher. Jetzt steht sie da schon wieder. Es bleibt bei 50, ne? Das ist so ein bisschen... Das hängt da so ein bisschen fest an dieser Zahl. Warte mal, da drüben ist ein... Es liegt wieder auf. Ein Generator da oben, glaube ich. Oder Generator, wie coole Leute sagen. Aber weiß ich nicht, müsst ihr wissen. Ob ihr dazugehört oder nicht. Steckeros. Wie, warte mal, das macht doch gar keinen Sinn. Das muss doch da rein. Wieso? Der Generator betreibt den Generator. Eine ganz neue Technologie. Anstatt ein Generator brauchen sie jetzt zwei. Oh, kaufen wir. Weil wir dumm sind und alles kaufen. Auf Temu. Oh! Nichts gesagt! Temu! Was macht ihr denn? Ja, reibt doch noch die Rakete! Oh, ist das fies! Nein! Oh, oh. Let's go! Keine Chance, keine Chance. Auf, lauf, lauf, lauf. Dann geht hier nicht mal was zu. Es bleibt einfach offen. Jetzt wollen sie es aber echt wissen hier, ey. Alter. Schwierigkeitsgrad, ja.
schön speichern hier. Also früher an solchen Shootern wären jetzt noch Monster auf den Aufzug gekommen, ne? Die schlimmsten Missionen. Beschütze den Konvoi. Unterwassermission. Und so Aufzug oder irgendwie so ein Waggon oder so. Und dann kommen immer wieder neue Monster nach. Das war das Allerschlimmste. Wir gehen wieder raus, so wie es aussieht. Schöne Abwechslung zwischen Außenleveln und Tunnel und so weiter. Haben sie gut hinbekommen. Oh Gott, oh Gott. Das ist das absolute Chaos ausgebrochen. Hallo Leute, ich bin hier, um zu töten. Okay, weiter geht's. Danke für diese kurze Ruhe. Ты что, заблудился? О, говорю, ты там живой. Живой, живой. А я тебя вижу. А где ты? А ты обернись. Вон я сижу на крыше. А, ну я вижу тебя. Ты типа снайпером заделся. Ну типа того. Давай меньше чесать языком. Нам надо встретиться. Ну ты это, не ссы. Я тебя прикрою. Ну все, давай.
nochmal zurück. Hier ist noch ein bisschen Health. Aber was? Ein Health habe ich noch. Also, Peng.
absolutes Chaos. Aber hey, macht Spaß. Weg, 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 weg. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo ist er? Wo ist er? Okay, es geht wieder runter. О, а мы тебя все ждали. Здорово, пацаны. Я смотрю, как обычно, все самое интересное пропускаю. Да ты как всегда. Как видишь, меня подстрелили, еле выбрался. А ты как обычно, цел и невредим. Что есть, что есть. Ну, как я понимаю, у нас тут намечается целая революция. Ща как раз покажу тебе план действий. Слушай внимательно. Мужики, включите проектор. Конечно, план простой. Тут особо думать и не надо, но смотри. Мы здесь, уже рядом с башней. По периметру расставлены три БТРа. Зона, в принципе, расчищена. Остался маленький рывок. Тупо тараним стены, врываемся и все нахуй взрываем. Пока наши ребята отвлекают силовиков, ты должен ворваться в башню. И ты думаешь, я вот так вот просто смогу войти в башню? Ты да, ты сможешь. Смотри, там везде расставлены энергетические ловушки. Никто из наших бойцов не сможет зайти, кроме тебя. Разве энерголовушки меня не будут трогать? Ну ясен хрен, они тебя не будут трогать. У тебя чип до сих пор так и не работает. А они реагируют только на чип. Ты чё, зря к деду ездил? Если один из наших бойцов пройдет через ловушку, то ловушка сфокусируется на чипе и поджарит его как котлету. Через энерголовушку могут пройти только представители спецслужб. Но мы с тобой давно уже не силовики, так что пробраться сможешь только ты один. Понял, принял. Ну чё, это всё? Ну а что тебе еще надо? Ты давай лучше поторапливайся. У тебя чип может в любой момент включиться. Ты че, не понимаешь? Времени вообще нет. Пацаны, откройте дверь. Пора сделать финальный рывок. Все, Владян, можешь идти. БТР тебя уже ждет. Я, как видишь, с простреленной ногой далеко не уйду. Давай лечись. Я сделаю все по красоте.
Und alles schön, so wie es aussieht, für den letzten Akt machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Leute. Ciao.